Hallo und willkommen zurück zu Let's Challenge Super Mario 3D World. Jetzt wartet eine wieder mal sehr, sehr abstruse Challenge auf uns hier in Welt Stern 8, Spuk im Winternebel. Und das darf wieder einmal Rosalina machen. So, wir müssen es nämlich schaffen auf... was ist denn? Auf diesem Podest, wo diese Box ist, 20 Schneebälle abzulegen. Und diese müssen alle gleichzeitig dort oben drauf sein. Und das, bevor wir die Schlüsselmünzen einsammeln. So, ich muss jetzt erstmal zählen, wie viele ich hier habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Gut, 11 habe ich schon mal. Dann fehlen noch 9 Schneebälle. Ich glaube, es gibt auch genau 20. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich es jetzt nicht gleich im ersten Versuch schaffen werde. Deswegen werde ich mir jetzt erstmal schön gemütlich alle Schneebälle holen, schauen, wo sie sind und mir eine Taktik zurechtlegen. So, hier ist Nummer 12. Die lagern wir jetzt erstmal alle hier ab. So, der Kollege hier hat 13, 14, 15 und 16. Gehen alle mal hier so rüber. Da irgendwo hin. Wird schon passen. So, ach nee. 13, doch, 13, 14, 15 und 16 hatte er. Das heißt, uns fehlen noch 4. 3 davon kriegen wir von dir. Und die letzten, oder beziehungsweise der letzte, uns fehlt ja nur noch einer. Der ist wo? Ist hier noch irgendwo einer? Da bin ich jetzt schon überfragt. Wo denn der letzte Schneeball ist? Ist hinter dem Powerblock einer? Na, eigentlich nicht. Oder? Nein, das ist nur eine Schlüsselmünze. Ha. Wartet, ich zähle jetzt dann gleich mal nochmal. So, geht mal alle hier darüber. Nicht irgendwo hängen bleiben, verdammt. Ach, hier ist noch ein, oder? Hab ich... Hä, wo kam der jetzt her? So, hier sind sie alle. Und da fehlen aber auch noch 3. Die hauen wir auch noch dazu. Ah ne, da fehlen 4. So, jetzt zählen wir gleich mal nach, ob das jetzt 20 sind. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. So, die müssen wir jetzt alle auf diesem Podest hier ablegen. Und sie müssen gleichzeitig alle dort oben liegen bleiben. Und das Problem ist, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, wenn diese Schneebälle aufeinander prallen, dann prallen sie voneinander ab und hauen sich gegenseitig wieder von der Plattform runter. Und das... Ja, der liegt schlecht. Und das ist das Schwierige. Okay. Also sie können ganz knapp aneinander stoßen, aber nur dann, wenn sie schon viel von ihrer Geschwindigkeit verloren haben. So, ja, der liegt auch wieder schlecht, den nehme ich gleich wieder runter. Uns wird die Zeit jetzt eh nicht mehr reichen, denn man muss das Level ja auch noch abschließen. Das heißt, selbst nachdem man die eigentliche Challenge geschafft hat, muss man quasi auch noch so einen kleinen Speedrun hinlegen, damit es überhaupt funktioniert. Und ihr seht schon... Jetzt hat dieser eine Schneeball mir alles kaputt gemacht. Also am besten ist es, wenn man dort links außen 4 liegen hat und dann hier so 6 und das dann auf der rechten Seite nochmal macht. So, ich nehme das jetzt nur noch zu Übungszwecken her. Aber hier 4 drauf zu positionieren ist schon... Ja. Und das Problem ist auch... Das sage ich wirklich oft. Das ist, glaube ich, die häufigste Phrase, die ich so in den Challenges immer benutze. Das Problem ist... Ja, das Problem ist auch, wenn ihr schon 18 oder 19 von den Schneebällen dort oben liegen habt und... Ja, ich töte mich jetzt mal. Und ihr werft dann euren 20. Und er hat aber noch zu viel Speed und trifft einen der Schneebälle, dann gibt es eine Kettenreaktion und alle eure Schneebälle werden irgendwo durch die Gegend fliegen und wieder runterfallen. Und dann könnt ihr komplett nochmal von vorne anfangen. Ja, das ist dann natürlich nicht ganz so toll. So,
Also erstmal wieder alle hier positionieren. Hier von denen kriegen wir ja gleich mal einige. So, stirb. Und stirb. Dankeschön. Zack. Und zack. Und zack. Ja, nicht wegkicken. Und zack. So. Sehr schön. Alle voneinander getrennt. Das sind jetzt schon 3, 6, 9, sind wieder 11. Okay. Habe ich mich dann vorhin verzählt? 12, 13, 14, 15. Hey, ich check das nicht. Wo kam denn der 20. jetzt her beim letzten Mal? Also jetzt... Ja, verdammt. Jetzt habe ich 15. Ich hatte 11. Und habe jetzt von dem nochmal 4 dazugekriegt. Ne? Ja. 3... ja, 14. Hier ist 15. Und der ist 16. Moment mal. Ah ne, der war 16. Bin zu blöd. Und der ist 17, 18 und 19. Wo kommt jetzt der 20. her? Oder hatte ich vorhin gar nicht 20 und... Wirf doch nach unten, du blöde Kuh. Oder hatte ich vorhin gar nicht 20 und ich hatte mich verzählt? Und das waren nur 19? Alter. So, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Moment. 9, 15. Also 3, 4, 5. 6, 7. Ach, hier liegt immer noch einer. Ah, da liegt immer einer hinter dem Grab. Okay, und das ist der 20. Oder? Nochmal. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee. Hä? Hä? Ich hab hier gar nichts mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hä, will mich das Spiel verarschen? Warum habe ich jetzt nur 18? Hä? Warum ist hier... Hä? Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Waren da gerade zwei ineinander? Eins? Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ne, es sind nur 19. Da liegt noch einer. Du Arschloch. 20. Gott verdammt. Da macht mir in dieser Challenge das Zählen tatsächlich mehr Probleme als die eigentliche Challenge. Ja. So. Wenn ich es jetzt noch perfekt hinkrieg, dann könnte die Zeit vielleicht sogar noch reichen. Vielleicht. Du Vollidiot. Okay. Nee. Ach du Scheiße. Geh da weg, ich will dich da nicht liegen haben. Ja, so ist besser. Ja, ihr seht, glaube ich, schon, was ich meine. Das ist wirklich... Ja, ist okay, Zeit, chill. So, okay, ich habe 7 drauf. Das ist der 9. Und das ist der 10. Ja, ja. Es ist nicht nur so, dass, wenn ihr so einen Fehler macht, dass dann die Hälfte eurer Schneebälle wieder runterfliegen, sondern auch eure ganze schöne Anordnung, die ihr so schön durchgeplant habt, ist völlig im Arsch. Ja, und ihr müsst dann quasi nochmal neu anfangen. Das kostet euch viel zu viel Zeit sonst. So, jetzt möchte ich mal nochmal genau hinsehen. Ist da... Ich schau gleich mal, ob hinter der Tür immer einer ist. So. Also, das sind 11. Ne? Ja, es sind 11. So, nee, hinter der Tür ist eben nicht immer einer. Hey, what the fuck? Hier liegt schon immer einer. Okay, das ist Nummer 12. So. Du? Ne, dann passt es ja doch. Hey, ich bin so behindert. Du bist 13, 14, 15 und 16. Also sind wir jetzt bei 16.
Ich habe dann die immer nur so blöd geworfen, sodass dann immer einer hinter der Tür lag. Okay. So, also 16 haben wir jetzt. Dann kam dort noch ein Einzelner, der 17 ist. Und die drei von dem Typen da hinten sind 18, 19 und 20. Okay, es passt also alles. Ich bin einfach nur mega behindert. Und ja, sollte wieder in den Kindergarten zurück, weil ich nicht mal zählen kann. So. Ja, geht. Wie die immer an den Block anstoßen. So. Dann. Los geht's. Fangen wir diesmal mal von rechts an. Der liegt ganz okay. Man muss auch mit Rosalinas Drehattacke aufpassen, dass man die nicht zu oft einsetzt. Denn ihr habt gesehen, dadurch kann sie die Schneebälle auch überall hin katapultieren. So, es liegen da drei, aber die liegen sehr, sehr am Rand. Deswegen lasse ich die jetzt mal so. Das war mir so klar. Das war mir so klar. Ja, natürlich. War so klar, dass das passieren wird. Aber wir haben noch viel Zeit. Fick dich doch. Ja, die Challenge ist auch, ihr merkt es schon, verdammt brutal. Man meint, das ist was total Einfaches. Pff, Schneebälle auf so eine Plattform bringen. Aber wenn die Charaktere halt wenigstens intelligent genug wären und die Schneebälle ablegen könnten, aber nein, sie müssen sie ja werfen. Das ist immer ganz riskant, der letzte, weil... Ah, der ist schlecht geworfen. Den will ich nochmal. So, besser. Okay. Die liegen sehr, sehr gut. Jetzt habe ich da vier Schneebälle in einer Reihe. Und habe jetzt genügend Platz. Ja, nee. Ich will den weiter hinten haben. Habe hier genügend Platz, um hier jetzt 5 oder 6 Schneebälle untereinander zu legen. Scheiße, warum? Warum Spiel? Ja, jetzt wird's zeitlich auch langsam so ein bisschen eng. So. Also wenn ich da 4 oder sogar 5, also 5 Schneebälle reicht schon locker aus. Nee, den will ich nochmal neu werfen. Ich weiß nicht, ob ich mir das erlauben kann. In Anbetracht der Zeit. Doch, okay. Gut, wir haben schon 9. Man muss auch immer auf die Kiste aufpassen, weil die treibt die Schneebälle so ein bisschen ab. Und das ist dann auch nicht ganz so schön. Ich muss den ein bisschen besser werfen. Verdammt nochmal. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde es von der Zeit her... Nein! Ich werde es von der Zeit her nicht schaffen. Ne, doch nicht den oberen, du... Ey, bist du völlig verblödet oder so? Gut, ich muss jetzt auch einfach ein bisschen was riskieren, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ja, das schaffe ich eh nicht mehr. Ich muss ja... Oh Gott, ich muss ja die Schlüsselmünzen auch noch sammeln. Ja, leck mich am Arsch. Bin schon völlig vergessen. So, aber so geht's grundsätzlich. Denn dann fehlen mir noch 2. Und einer von denen passt wunderbar hierhin. Und einer passt noch hier hin. Und dann hätte ich's. Ja. Wenn man natürlich nicht sowas macht. So, 20 Schneebälle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. What the fuck? Warum sind dann nur 19? Ist da dahinter noch... Hä? Das sind doch nur 19 jetzt gewesen, oder? Ich kann nicht zählen. Ich kann nicht zählen. Was zum Teufel? Warum kann ich nicht zählen? Tut mir nicht. Und ich werde mir jetzt auch gleich am Anfang... Habe ich den immer mitgenommen? Ich kapiere überhaupt nichts mehr. Ganz ehrlich, Leute. Ich kapiere überhaupt nichts mehr. Ich bin so behindert. Ich kann nicht mehr zählen. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Ja, aber ich werde jetzt, während ich hier die ganzen Schneebälle zusammentreibe, schon immer ein paar Schlüsselmünzen auf dem Weg einsammeln. Damit ich das dann nicht mehr am Ende machen muss. Alle darf ich natürlich am Anfang noch nicht einsammeln. Ich muss also mindestens eine übrig lassen.
Denn wenn man das nicht als Regel noch festsetzen würde, also wenn man davor schon die Schlüsselmünzen einsammeln dürfte, dann wäre die Challenge deutlich leichter, weil man nämlich durch die Box die Schneebälle durchschießen kann, wenn man alle Schneebälle eingesammelt hat. Und das geht aber eben nicht, wenn ihr die Schlüssel noch nicht eingesammelt habt. So, ich lock den jetzt mal her, weil ich glaube, das geht schneller, als da die drei einzelnen Schneebälle jedes Mal herzuwerfen. So, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Geht mal ein bisschen auseinander. So. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfekt. Okay. Und wir haben auch noch jede Menge Zeit. Dann würde ich sagen, legen wir doch mal los. Der liegt sehr, sehr gut, weil der liegt genau an der Kante. Okay, der ist auch ganz gut. Und der auch. Ja, der nicht. So. Okay, ja. Nee, den... Nee, den möchte ich nochmal nehmen. Der passt nicht, Rosalina, du bist schon behindert. Du bist schon eine... Warum? Warum tust du das? Das gibt's doch nicht. Die kann die nicht einmal den Schneeball nehmen, den ich auch will. So, danke. Die liegen gut. Da habe ich genügend Platz für diese hier. Also am besten ist es, wenn man hier so ja, 5 Schneebälle hinbekommt. Das reicht eigentlich schon. Das müssen gar nicht unbedingt mehr sein. Deswegen muss ich da gar nicht mal so arg viel riskieren. Sondern kann eher ein bisschen mehr auf Sicherheit gehen. Da könnte jetzt noch einer reinpassen. Und das probiere ich auch. Weil da passt auch ziemlich leicht noch einer rein. So nämlich. Okay. So, wir haben schon 10 Schneebälle da drauf liegen. Gut, jetzt kommt die Seite. Also der erste... Ne, der erste muss gleich ziemlich perfekt liegen. Ah! Ich glaube, ich brauche noch am Ende so 50 Sekunden übrig oder so, damit ich die zweite Hälfte vom Level auch noch schaffe. Die ist aber nicht mehr so lang. Das ist ganz gut. So. Ja, das war jetzt zu sehr an die Kante. Ja, ist okay. Ist okay. So, ist hier noch einen? Das ist ein bisschen knapp. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht, dass das zu knapp ist. Gottverdammt. Ja, Zeit. Nein, warum, Rosalina, warum? Nimm den jetzt, danke. Ich lasse es jetzt mal so. Ach Gott, sind das noch viele. Ja, das schaffe ich nie. Ja, so erst recht nicht. Wenn ich das so große Lücken lasse. 4 hätten noch... 4 fehlen jetzt immer noch. Wahnsinn. Ja. Yeah, Party! Kettenreaktion! Aber okay, ich habe jetzt grundsätzlich ein System. Deswegen... Sollte das vielleicht in Ordnung sein. Vielleicht. Es ist halt auch so, dass ein Versuch immer sehr, sehr lang dauert bei dieser Challenge, weil man quasi die ganzen 400 Sekunden ausnutzen muss, um das zu schaffen. Es ist wirklich nicht leicht. So. Also, wir haben 11. Richtig? Richtig. Moment, da unten ist 12. Und dann nehme ich mir auch gleich die nächste Schlüsselmünze mit. Na komm, ich habe keine Zeit. Gibt es ja eigentlich noch mehr Uhren in dem Level? Das wäre auch ganz hilfreich. Vielleicht ist hier sogar noch eine grüne Uhr, die einem 100 Sekunden bringt. Das wäre richtig cool. Aber ich glaube irgendwie nicht. So. Und zack. Und zack. Damit haben wir 16. Und da ist 17 und 18. Okay, also das Zählen habe ich jetzt zumindest mal gelernt. Bin ich ja schon mal ganz stolz auf mich. Ist auch eine Leistung.
So, und mitkommen. Gut. Also gerade eben habe ich ja auch die linke Seite sehr, sehr gut und auch ziemlich schnell hingekriegt. Und dasselbe muss mir halt jetzt nur auch mit der rechten Seite dann passieren. So. Und zack. Der liegt gut. Der liegt sogar nahezu perfekt, würde ich sagen. So. Ah, fuck. Den nehme ich nochmal neu. Wir müssen auch wirklich immer alle schön in einer Bahn zum Liegen kommen. Denn sonst sind sie den anderen im Weg. Und das ist schlecht. Ja, den kann ich sogar nochmal nehmen. Ich habe auch einigermaßen Zeit noch, deswegen... Fuck. Mache ich das jetzt lieber mal. Dann kann ich mir nämlich auf der rechten Seite einen weniger erlauben. Und fuck, ey. Jetzt wirf den doch mal gescheit. Boah, Rosalina, du regst mich so auf. Das war's doch. Der liegt perfekt. Gut. Gut. Ja, es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft. Das schaffe ich sogar jetzt nochmal eine kleine Gasse zwischen den beiden. Kann da auch nochmal ein, zwei Schneebälle reinwerfen, aber nicht mehr. Das traue ich mich nicht. Und hier auch immer die wirklich ganz, ganz knapp werfen. Ah, jetzt blockiert mir der. Nee, da werfe ich jetzt nichts mehr rein. Ja, und dann tue ich den auch weg. Ja, das hat sich jetzt nicht so wirklich rentiert. Das hat mir jetzt sogar eher Nachteile gebracht, würde ich sagen, dass ich das so gemacht habe. So, der muss jetzt auch wieder perfekt liegen. Mann, Rosalina! Ja, okay. Gut. Da muss ich jetzt auch wieder vier hinkriegen. Hier am Rand. Okay, einer noch. Der passt da auch noch gut hin. Und dann da daneben jetzt wieder 6. So wie auf der linken Seite. Warum? Aber der liegt noch ganz gut. So einigermaßen zumindest. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Okay, dann mache ich hier nur 3. Ich habe jetzt nicht mehr Zeit. Nein, der muss jetzt wirklich gut liegen. Ich muss da 7 hinkriegen. Nein, rutsch doch nicht runter! Dann hätte ich es vielleicht noch geschafft. Ach, leck mich doch am Arsch. Ja, jetzt liegt er gut, natürlich. Ja, was sind die letzten eigentlich? Hier und da sind noch 2, okay. Das heißt, einen dann noch hier hinhauen. Und dann noch einen hier hin. Und einen da oben hin. Und dann hätte ich's. Okay. Und das halt einfach nur schneller. Ja. Yep. Wir können nochmal nachzählen. 10, 12, 20. Ja, passt. Okay, gut. Wir haben es grundsätzlich schon hingekriegt. Jetzt muss es nur noch ein bisschen schneller funktionieren. Und dann haben wir es. Man hat ja auch eigentlich wirklich ausreichend Platz. Also das ist nicht das Problem. Was war jetzt los? Normalerweise ist es doch so, dass das letzte Körperteil und der Kopf immer gleichzeitig sterben. Hm, komisch. Per? Ach scheiße, jetzt muss ich wieder ein bisschen warten. Wehe, wenn mir das zum Verhängnis wird. Gib die scheiß Uhr her. So. Dich nehme ich diesmal auch mit. Denn dadurch spare ich mir auch einiges an Zeit. Und dann töten wir dich erst hier. So. Zack.
Ich muss dann auch mal überlegen, wo denn... Ach nee, das weiß ich. Die letzte... Oder die letzten beiden Schlüsselmünzen sind... Eine ist da oben und die andere ist hier hinter dem Powerblock. Da muss ich auch gar nicht mal wissen, welche Tür richtig ist, weil normalerweise muss man durch eine dieser Türen gehen, um an die Schlüsselmünze dort oben zu kommen. Aber da komme ich, glaube ich, einfach mit Warnsprung hoch. Mit einem ein bisschen skilligen. Und dann passt es auch. So. Wir fangen wieder mal von links an. Ja, ist okay. Ja, passt. Ja, da kriege ich sogar noch ganz knapp. Ganz knapp. Obwohl. Ne, den mache ich erst am Ende dann. Jetzt erstmal die Seite hier. Nice. Der liegt perfekt. Okay. Ich sollte mir eher die von links nehmen. Fällt mir gerade so auf für die Seite. So. Ne, gib nochmal her. Besser. So, dann hier eine. Mhm. Dann passt hier immer noch einer hin. Ganz, ganz knapp. Okay. So. Und dann muss ich jetzt hier gar nicht mal so viele schaffen. Und wir haben auch noch jede Menge Zeit. Also wenn ich jetzt nicht mehr mir einen groben Fehler erlaube, dann müssten wir es packen. Zuerst mal alle wieder ein bisschen nach rechts bringen. Ja, ist okay. Aber wenn ich jetzt eine Kettenreaktion auslöse und irgendwie meine Anordnung zerstört wird, hey, dann gibt's aber was. Ah, der ist scheiße. Ja, das ist gut. Der ist auch gut. Und das passt erstmal. So, dann hier wieder. Der ist gut. Okay. Mhm. Ja. Okay, jetzt muss ich hier noch einen hinbringen. Ach du Scheiße! Hab ich mich erschreckt. Und er so weggesprungen ist. Ich dachte, ich hätte was zerstört. Nein! Geh da hoch jetzt! Boah, ich hab so Schiss. Ich trau mich nicht. Gibt's noch irgendeine bessere Position? Nicht so wirklich. Fuck, mein Alter. Wenn ich jetzt deswegen verkack. Warte, ich werf erstmal hier hin. Ja, da krieg ich besser einen hin. Okay, wir haben 9, 11. Moment, haben wir schon? Nein, haben wir nicht. Oder? Ja, genau, der fehlt noch. So, wenn ich das jetzt verkacke, ne? Okay. So, das sind... Ja. Passt. So. Und jetzt heißt es beeilen. Aber mal richtig. Ich bete zu Gott, dass ich jetzt dann gleich eine Uhr krieg. Scheiße, da komme ich nicht so hoch. Nein, ich muss jetzt noch die Tür... Nee, das geht nicht. Ich muss hier mit Wandsprung hoch. So. Her damit jetzt. Oh, leck mich am Arsch. Ich muss jetzt da noch eine Uhr finden. Sonst schaffe ich es nicht mehr. Wenn da keine mehr ist. Ich raste so aus. Nein, das können die doch nicht machen. Gib mir eine Uhr. Ja, da. Okay, ganz ruhig. Jetzt nicht mehr getroffen werden. Okay. Ganz ruhig. Nicht mehr getroffen werden. Keine Scheiße bauen. Wir müssten eigentlich genug Zeit haben für den Rest. Einfach weiter. Nicht mehr sterben. Das ist okay. Ich weiß in etwa, wo es lang geht. Okay, und da ist schon das Ziel. Wir haben es geschafft. Boah, war das wieder anstrengend.
Ja, leck mich am Arsch. Ja, leck mich am Arsch, war das anstrengend. Boah. Nicht schlecht, hey. Und auch wieder eine halbe Stunde ungefähr gebraucht. Puh. Also echt die Challenge und die Challenge. Nicht schlecht. Und beim nächsten Mal kommt dann die Challenge von Weltstern 9, schwere Sternengeschütze. Und ich glaube auch, die wirkt nicht ganz so leicht. Aber ich glaube wieder ein bisschen machbarer als jetzt die hier oder die hier. Also, schaltet beim nächsten Mal doch wieder ein, Leute. Ciao.